Wir sind jetzt in einer Situation, dass wir uns nach rechts bewegen wollen. Wir befinden uns hier in dem letzten Item 9, also in dem Beta-Baum. Ich male den mal kurz an. So, irgendwie, da sind wir gerade drin. Wir befinden uns im ersten Tochterknoten und zwar rechts oben, also hier. Und wir möchten uns zur nächsten Tochter bewegen, das heißt nach hier. Und das können wir mit der Move-Right-Regel machen. Und die Randbedingung, die dafür erfüllt sein muss, ist, dass es halt den nächsten Tochterknoten gibt. Also in diesem Fall, dass der Tochterknoten 1, dass der Tochterknoten 2. Das ist die Randbedingung, die sagt halt, es muss einen nächsten Tochterknoten geben, um die Regel anwenden zu können. So, das Item, was wir dafür brauchen, ist irgendein Baum, spielt keine Rolle, was für eine, wo wir uns aber rechts oben befinden. Fangen wir an, hier erst mitzuschreiben. Also wir sind hier in dem Beta-Knoten. Die Position soll sich jetzt ändern. Das heißt, wir waren vorher in dem ersten Wurzelknoten, in dem ersten Tochterknoten, meine ich, und gehen jetzt in den zweiten Tochterknoten. Also steht hier jetzt die 2. Dann, das hier kann ich einfach abschreiben. Wir stehen jetzt in diesem links oben. Und hier die Werte, die hier jeweils stehen, die werden dann einfach übernommen. Also in diesem Fall jetzt hier die 0. Zweimal nichts, eine 1 und wieder eine 0.